Jo, Leute, was geht? Willkommen zurück. Ich habe jetzt umgestellt so ein bisschen und wir werden jetzt hier Alpine spielen. Dann werde ich jetzt mal kurz auf den Nissan Micra mal zurückgehen. Ich weiß nicht, ist das. Es sieht nach, wieder nach einem Rennen aus. Wahrscheinlich auch wieder 5 Runden. Muss nicht sein. So, ich habe jetzt den neuen Xbox-Controller angeschlossen. Und diesmal auf X. Ja, auf A die Taste gedrückt. Beschleunigungstaste. Bin mal gespannt, wie sich das steuern wird. Ob das ein bisschen besser für mich ist. Aber das werden wir sehen. Ja, wieder 5 Runden. Ja. Ich habe nicht gesehen. Für mich ist das alles danke. Ah, wisst ihr was, Leute? Wie soll ich es am besten beschreiben? Das Auto ist okay. Aber wir switchen doch lieber zurück zu meinem Castrol. Nein, nein, Neustart. Mit dem kann ich einfach. Wird es besser sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ach man. Ich wollte den ja auch nur ausprobieren. So neue Wagen, die du freischaltest, keine Ahnung, vielleicht könnten die nützlich sein. So, so sehe ich das eigentlich immer. Ne? Aber, weiß nicht, der war nicht gut. Der war nicht gut genug, finde ich. Würde ich ja gerne, aber boah, der Rückwärtsgang ist ja richtig schrecklich. Der ist richtig schrecklich, der Rückwärtsgang. Das wären lange 5 Runden. Chill, Alter. Ja, was soll ich denn machen, Alter, wenn der mir so hochkantig den Weg da versperrt? Ha? Was soll ich machen, Alter? Hö, los jetzt. Alter, ich kann auch einfach sagen. Sagen ist tausendmal einfacher, ey.
Komm runter und fahr selber, Alter. Dann bin ich der Typ, der die ganze Zeit sagt, los jetzt! Schneller! Aufpassen, Auto! Ja, das wird Spaß machen, wenn ich das sage. Glaub mal. Das ist richtig cool. Wow. Vorsichtig mit dem Wagen. Was kann ich denn dafür? Der Typ bleibt einfach stehen. Soll ich dann auch noch bremsen oder was, ey? Als ob, Alter. Bin froh, wenn ich den überholt habe. Nein. Hallo? Verpiss dich. Wie wär's mal mit Bremsen? Könnt helfen. Nicht nur dir, nicht nur dir, sondern auch mir. Das war ihre schnellste Runde bisher. Ja, aber erst als ich erster war, ne? Vorher hätte ich das überhaupt nicht gejuckt. Noch zwei Runden zu fahren. Na, schauen wir mal. Aber es hat sich jetzt bewahrheitet. Eis ist richtig schlecht. Also keine Ahnung, wie ich im ersten Part damit gefahren bin, aber da hatte ich ja gar keine Probleme gehabt. Aber hier zeigt sich das wirklich, wie hart Schnee sein kann. Schnee und Eis. Das ist sehr schwer. Ja, zu stark gebremst. Nein. Ja, ja. Ich gebe alles. Naja, mehr geht ja eh nicht. Geschafft. Gut gefahren, das ist absoluter Rundenrekord auf dieser Strecke. Freut mich. Kannst mir ja auch ein Auto schenken, wenn ich so gut war. Nichts dagegen. Würde ich sogar begrüßen. Ja, nächste Rennstrecke. Warte mal, der Typ sitzt ja neben mir. Der labert also die ganze Zeit die Scheiße. Ja, dann hat es ja noch einfacher. Da braucht er ja nur den Sitz rüberrutschen, dann kann er fahren. Ich dachte, der ist von oben irgendwie. Oder von der Box oder so. Keine Ahnung, hätte ja rein können. Ne? Vorsichtig mit dem Wagen. Boah, Alter, ist doch scheißegal. Freut mich. Yes. Immer mit der Ruhe. Hm.
Sie haben einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Alter, das sind nur Pappaufsteller. Als ob die mein Auto so stark hitten, ey, dass der kaputt geht. Nur noch zwei Runden. Weiter geht's. Das war nicht schlecht. Habe ich nicht mit gerechnet. Die nehme ich alle mit, ey. Nächste Runde, bleiben Sie dran. Vorsicht. Ja, wie kann man bitte schon so getimed und perfekt ne, auf das Teil sein, dass man nicht loskommt. Boah, Alter. Da muss man. Bruder, really? Fucking letzte Kurve! Was ist mir passiert? Halt's Maul, Alter! Letzte Kurve passiert mir die Scheiße. Alter, wie getimt war das denn, bitteschön? Dafür sollte man eigentlich einen Rekord bekommen. Guck, wir sind Zweiter jetzt. Wir sind jetzt Zweiter. Wow. Krasser Scheiß, Alter. Junge, komplett dominiert die Scheiße. Und dann letzte Kurve, genau mit der Spitze dran, dass du nicht wegkommst. Und der Rückwärtsgang dauert eine halbe Stunde, bis du dann nicht mal gehst. Bis du dich einmal bewegst, dann sind die tausendmal auch schon vorbei. Alter! Was eine Scheiße, ey. Ich hasse Schneestrecken, fertig. Zumal die ja nicht schwer war, so, ne? Die war ja überhaupt nicht schwer. Was soll ich denn machen, ne? Guck hier, was ist das? Was ist das? Bruder, sag, was ist das? Toll, entgegengesetzte Wirkung mit Rückwärtsgang. Cool. Alter, was ist das denn, ey? Dreht der sich einfach so genial, dass du null Chance hast. Ja, keine Ahnung. Ne, kann man überhaupt nichts machen. Also auf Schnee kann ich gar nicht fahren. Na, ja, aber wie getimt war ich denn bitte schon wieder da oben drauf, dass du keine Chance hattest, davon loszukommen? Alter, alleine für diese Art Glück sollte ich schon Orden bis zum Abwinken bekommen, ey. Passiert keinem wahrscheinlich, sowas. Niemandem würde sowas passieren, ey. Warte. Bremst doch, bremsen. Hi, brems. Wofür gibt's die Bremstaste, wenn die hier nicht funktioniert? Alter. Hab tausendmal gebremst, er fährt trotzdem weiter. Guck, da hat Bremsen funktioniert, merkwürdigerweise. Funktioniert immer nur dann, wenn es mir am wenigsten hilft. Natürlich haben die erstmal schön Nitro-Einspritzung hier drin. Warum eigentlich 5 Runden? Verstehe ich bis heute nicht. Meint ihr, die Rennen sind dann zu schnell vorbei oder was?
Wollt ihr unbedingt, dass wir hier 5 Minuten fahren oder was? Nicht sowas von ich bei euch, ey. Im Gegenteil. Sie haben einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Ja, das ist schön. Nur noch 2 Runden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert und auch noch exakt so, das ist wahrscheinlich so lächerlich gering, dass man sich darüber totlachen könnte, dass es einem passiert. Ohne Witze. Ich meine, jetzt habe ich es besser gelöst als noch in der ersten Runde, aber trotzdem. Nein! Es bleibt so, wie es ist! Und wenn ich Gas geben will, dann will ich Gas geben. Das machen Sie prima, weiter so. Dankeschön. Scheiben und so weiter, alles komplett zerstört schon, ey. Aber nur auf der rechten Seite. So, damit haben wir das auch fertig. Gratulation. Dankeschön. So, ein Rennen noch. Dann haben wir den Eisscheiß hier geschafft. Hoffe ich jedenfalls. Oh, wird knapp sogar. Der Typ ist knapp hinter mir. Muss ich aufpassen, dass ich auch wirklich Gold mache. Das ist ein erster Platz, weil ich habe keinen Bock, den Scheiß nochmal zu machen. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses Rennen erster zu machen. Geht leider nicht anders. Ich muss erster werden. Ja. Ich muss erster werden. Dankeschön. Aber optisch sehen natürlich die Eisstrecken super aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ohne Witz. Sie haben einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Das sieht schön aus. Na, auf jeden Fall. Muss man sagen, das Spiel sieht echt nicht, also optisch sieht das nicht schlecht aus. Na, auf jeden Fall. War eigentlich auch der Grund dafür. Also ich hab's. Na gut, vom Namen her habe ich's. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn nochmal gesehen gehabt. Irgendwo habe ich das nämlich gesehen gehabt, das Spiel. Nee, ich habe es vorher schon in meine Liste gepackt. Wo ich es dann auch bestellt habe. Im Gebrauchszustand. War nicht teuer. Ausgezeichnet.
Ich glaube, hat boah, weiß nicht, 3 Euro gekostet, glaube ich, so 3, 4 Euro, wenn überhaupt. Ich glaube, 3 Euro waren es nur. Ja, verstehe. Und dann. Habe ich das in irgendeinem Video gesehen gehabt? Ich weiß gar nicht mehr, welches Video es war. Ob das alle Xbox-Spiele waren, was auch sehr cooles Video, auch coole Videos sind, wo du einfach mal alle Spiele siehst, die es für die Konsole gibt. Ne? Auch sehr gut, da hake ich dann nämlich auch immer ganz gerne Sachen ab. Zum Sammeln dann halt so, ne? Weil da halt auch japanische Spiele dabei sind. Das ist immer ganz, ganz toll. Auch wenn es leider schwer ist, diese zu spielen. Also erstens Sprachbarriere. Zweitens musst du natürlich dann noch die jeweilige Konsole haben. Außer du hast halt Glück, was ab der PS3 möglich ist, dass du dann auch japanische Spiele spielen kannst. Ne? Was ich Gott sei Dank schon öfters genutzt habe. Ne, wobei. Ich habe eigentlich nur für die Vita. Für die Vita habe ich auf jeden Fall ein japanisches Spiel. Da habe ich nämlich zum Beispiel Warriors Chronicles 3. Müsste es sein. Ja. Chronicles 1 gab es für die für den 3DS. Als auch für die Vita. Und wir haben kein neues Auto freigeschaltet, das ist natürlich schade. Und der zweite Teil kannst du für den 3DS als auch für die Vita holen. Ja, ist aber ein bisschen teuer leider. Habe ich aber auch, beobachte ich aktuell auch. Das heißt, das werde ich mir vielleicht im Dezember holen. Dass dann die, die Reihe auch habe. Ja, macht nicht, macht Spaß, Chronicles, finde ich. Du kannst halt zwischen den Charakteren auf dem Schlachtfeld switchen. Das ist natürlich saupraktisch. Du kannst die Befehle geben, wo du hingehen sollst. Ja, und du spielst halt als eigener Charakter, ne? Was ganz toll ist. Ne? Das finde ich ganz cool. Und du kannst halt auch mit den Charakteren dann reden, so. Ja, sind natürlich so vorgefertigt alles, ne? So ist es ja nicht, ne? Aber die fragen dich dann immer Sachen und du musst dann beantworten. Und je nachdem, was du gut beantwortet hast, kriegst ist dann Sympathie höher, so. Und dann kannst du Schlachtfelder freischalten. Ne, die dann für die spezifisiert sind. Das finde ich ganz cool. Ne. Deswegen, das ist ganz cool und praktisch. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt The Chronicles 1 habe ich noch nicht wirklich viel gespielt. Chronicles 3 habe ich jetzt offiziell gesehen, habe ich es durch. Aber ich habe halt noch nicht alle, ich habe noch nicht alle, aber ich habe noch nicht alle noch nicht alle Maps durch. Ja. Ja, du musst halt die Gespräche machen. Und die sogenannten Sympathiepunkte. Und wenn du dann richtig beantwortest, ne, dann schaltest du dann halt auch nochmal Stages frei, die personifiziert sind, so, ne. Was ich sau cool finde. Deswegen, ne. Aber sehr, sehr schwer. Sind die. Bam. Schön reingekracht. Ja. Also auf jeden Fall gegen Ende ist es sehr hart, muss ich sagen. Also auch die Mission Alter zu schaffen. Aber es macht Spaß. Und die Musik ist wunderschön. Sehr viele Musikstücke sind da. Ja, das lohnt sich dann halt einfach mal wieder komplett.
Hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Wieder auf Samurai Warriors. Ja gut, bald habe ich die ganzen vorproduzierten Parts fertig. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich da, boah. Ich glaube, die ersten 14 Parts sind alle schon vorproduziert gewesen. Ja, es war damals die Idee gewesen, dass ich dann halt noch, das hatte ich glaube ich im Mai gehabt, die Idee. Weil im Juli, Ende Juli kam dann Samurai Warriors 5 raus. Und mein Plan war es halt gewesen, alle Samurai Warriors Teile, die ich davor noch, die ich noch nicht durch habe. Sprich, ich habe Empires hatte ich kurz gespielt gehabt. Das werden wir auch mal. Werde ich auch irgendwann wieder spielen. Wahrscheinlich per im Stream oder so. Weil das war ganz cool. Um halt alles freizuschalten, so, ne? Da ich mich ja relativ doof angestellt. Will ich aber ganz gerne mal mich schlau anstellen. Ne? Und genau, da habe ich Katana gespielt, kurz. Da muss ich mir jetzt noch eine Equipment noch geholen. Genau. Das werden wir dann noch weiter spielen. Und dann sind wir aktuell bei Samurai Warriors 3. Und da habe ich halt vorproduziert, teilweise hatte ich dann auch noch gestreamt, das Spiel. Genau. Genau, und da hatte ich halt sehr viel vorproduziert, weil das Spiel macht einfach unmenschlich viel Spaß. Unmenschlich viel Spaß, sage ich schon, ey. Es macht super viel Spaß, das Game. Ja. Weil es halt auch nicht so lang, es ist nicht so langwierig, wie es leider noch im zweiten Teil der Fall war. Da waren die Maps einfach viel zu lange. Hast einfach viel zu tun gehabt und ja, du hast halt keine richtigen Aufgaben gehabt, finde ich. Und das war bei, und das haben sie halt beim dritten Teil wieder korrigiert, was einfach viel besser ist. Ja, es spielt sich einfach viel besser gleich. So, wenn du Missionen hast, ne, oder deinen Weg schon mal vorbereiten kannst, so, das ist tausendmal geiler als, als wenn du einfach durch die Map gehst und dann und die ganzen Charaktere da alle erledigst, so, ne? Und halt, ja, ein bisschen mehr Story hast du auch. Bisschen mehr personifizierte Story, finde ich. Das fand ich beim zweiten Teil dann halt auch immer sehr schade, so dass dann halt einfach nur die gewissen Charaktere einfach nur ne, die gleichen Schlachtfelder abbekommen haben und fertig. So, das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man bei einigen haben sie ein bisschen mehr wieder reingetan und bei anderen halt eher weniger. Na. Das war dann halt einfach so ein Dynasty Warriors, wo du dann halt auch keine wirkliche Story, also eine Story hast, aber jeder Charakter spielt sich anders, aber bewegt halt das Gleiche so, ne? Du startest halt nur woanders. Das werden wir bei Dynasty Warriors 3 den Fall haben. Boah, da freue ich mich schon drauf. Ohne Witz, ey. Jeden Charakter, glaube ich, nochmal abhaken zu müssen, werden wir auch machen. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich da meinen vorgefertigten, schon meinen Dings benutzen, wahrscheinlich. Meinen Speicherstand, glaube ich. Ich hab's lang nicht mehr gestartet, das Game, deswegen. Ja, das habe ich halt verkackt wieder. Aber muss ich mal gucken. Ne? Ja klar, nach Dynasty Warriors 2 war ich erstmal raus. Tatsächlich. Ja, es war wieder zu übertrieben, leider, ne? Es war ja nicht so, dass man da keinen Bock drauf hatte auf das Game, so, ne? Aber irgendwann hast du einfach genug. Wenn du dann an einem Tag halt, ich hab's ja gestreamt teilweise. Nicht nur teilweise, hab's ja dann gestreamt auch. Und da hast du dann wirklich, deine 6, 7 Stunden gestreamt und hast dann einfach 3, 4 Mal das gleiche, die gleichen Stages alle gemacht, ne?
Ja, war man schon im Arsch langsam. Scharf link, ja. Nicht schneiden, Felsen innen. Ins Ziel. Unnötig. Das war unnötig jetzt. Wieder letzte Kurve vorm Ziel, ey. Ich meine, ist kein Problem, weil war nicht schlimm, aber trotzdem. Muss nicht sein. Ah, wieder ein Rennen. Naja. Vier Rennen sind das. Gucken wir mal. Naja, auf jeden Fall, da war ich tatsächlich raus. Das hat man auch gemerkt dann, so während ich am Anfang noch relativ gut drauf war, war ich danach nur noch angepisst, ey. Naja, das ist leider bei mir ganz normal. Weil man möchte das Spiel gerne durchhaben. So, abhaken, nächste nehmen. Ne, ist ja nicht so, dass es jetzt keinen Spaß gemacht hat, so, ne, aber irgendwann ist Luft raus. So, dann willst du einfach neu. Das neue spielen. Zum Beispiel, das war bei mir der Fall, Dynasty Warriors 3. Das wird, wie gesagt, eine Herausforderung, weil da einfach viel, viel mehr Charaktere sind. Und ist leider auch sehr, ja, du siehst schnell alles. So, ne. Das heißt, du hast dann eigentlich alles schon gesehen. Und wäre interessant, dass die Gegner sehr, sehr hartnäckig und gleich wirken. Und, hä? Ach komm, ernsthaft, ich bin ganz vorsichtig aus Versehen drangekommen. Und er sagt mir, jo, Reset. Halt's Maul, Alter. Das ist eine lange Strecke jetzt, ey. Ja, die sind alle ein bisschen schneller als ich, das ist das Problem. Ich kann die halt einholen, wenn die, ja, was kann ich denn machen? Rutscht die ganze Zeit! Ich bremse, aber rutscht nur! Soll mal nicht rutschen, sondern fahren und bremsen. Meine Güte. Und dann sagt ihr immer, aufpassen, loslegen. Bruder, rutsch rüber. Scheiß auf deinen Beifahrersitz, sondern komm hier rüber und fahr selber. Und bin ich die ganze Zeit der Typ, der das sagt. Alter. Ja, ich kann ihn nur einholen, wenn es zu Kurven kommt, so, ne? Konzentrieren. Bruder, ich fahr super und er sagt mir konzentrieren. Nein, die fahren ziemlich gut. Ich weiß nicht, was sie mit der KI gemacht haben, aber die fährt ziemlich gut.
Ohne Witz. Ich meine, klar, das ist jetzt keine anspruchsvolle Strecke, aber ich habe Probleme, die Leute einzuholen, weil die wirklich sehr, sehr gut fahren. Sorry. Immer mit der Ruhe. Ja, ich schlitter zu viel, das ist das Problem. Na, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt bei Dynasty Warriors 3. Als ich das durchgespielt habe mit allen Charakteren, dann habe ich noch Empires gespielt. Empires hat sich auch noch. Ja, wobei Empires geht. Empires habe ich schon. Extreme Legends. Da hast du dann 6 Charaktere. Ja, im Grunde machst du auch die gleichen Schlachtfelder. Spielst halt nur mit Charaktere, die du schon tausendmal gekillt hast. So, ne? Weil es halt so die Hauptbösewichte sind. Haben sich gut gesteuert, muss ich sagen, ne? Auf jeden Fall werden wir auch unseren Spaß mit haben. Ja gut, hat sich natürlich auch gezogen, so das Spiel durchzuspielen. So. Und dann war im Grunde bei mir die Luft schon ziemlich raus. So, ich hatte genug von dem Spiel. Und dann kam Dynasty Warriors 3, sag ich schon. Dynasty Warriors 4. Und das spielt sich nochmal komplett anders. Aber das habe ich dann aufgehört, weil... Ja, es war gegen Lu Bu war das gewesen, da war ich schon wieder raus. Ja, die sind schneller als ich. Die sind schneller als ich. Da kann ich nicht viel machen. No Chance. No Chance leider. Schade. Ja, no Chance. Prima gemacht. Jeder hier ist begeistert. Ja, schneller sind die als ich. Hat man ja gesehen gehabt, der ist einfach durchgefahren. Keine Chance leider. Das ist das Problem, wenn die Gegner schneller sind als man selber, ne? Schön, dass der 1133 hat und nicht 400. Wie hat der 1100 geholt? Wie? Alter! Wie? Und ich habe 400. Bruder. Was für eine Scheiße, ey. Das heißt, wir müssen da dominieren. Und zwar komplett. Sag ja, wir sind leider alle ein bisschen schneller als ich. Also auf geraden Strecken habe ich keine Chance, die zu überholen. Schade, muss ich. Ja, auf jeden Fall. Ich muss einen anderen Wagen holen. Der Castrol steuert sich einfach am besten, aber er ist halt im Vergleich zu den anderen einfach zu langsam. Wenn ich nur eine Chance habe. Durch Kurven wird das sehr, sehr hart. Ja. Konzentrieren. Bester Mann, wirklich. Ich fahre super und er sagt konzentrieren. Wen willst du verarschen? Ach, die Strecke sind wir gefahren. Hier, im Eis war das, ne? Ja, im Eislevel war das. Das ist die gleiche Strecke. Nur halt auf Matsch. Ja, kann man tausendmal besser fahren. Ja, ging nicht. War nur am Schlittern. Selbst Lenkung hat nicht mehr reagiert.
So. Noch zwei Runden zu fahren. Ja, es ist schon hart, finde ich. Fünf Runden hier immer zu fahren. Zurück auf die Strecke. Ja, muss man sagen. Fünf Runden zu fahren, finde ich schon bitter. Ich meine, es ist eine nette Abwechslung zu den Etappenläufen. Auf jeden Fall. Aber dafür fünf Runden zu fahren, finde ich zu viel. Weil jetzt in dem Rennen sieht man halt ganz klar, okay, ne? Da würden jetzt drei Runden reichen, ne? Weil, ja. Ne, weil, ist eindeutig. Gerade war spannend gewesen, so, ne? Weil ich habe mich ja versucht zurückzukämpfen. Ja, hab's ja eigentlich auch geschafft, nur in der letzten Kurve hat er mich wirklich überholt, weil die schneller sind als ich. Ja. Aber die KI fährt deutlich schwerer als noch zuvor, ne? Ist jetzt nichts unbedingt Schlimmes oder so, ne? Aber... aber fällt halt auf, ne? Naja, ich hoffe auch mal mit viel Punkten, ey. Dass wir den Typen überholt haben, ey. Nicht, dass ich beim letzten Rennen auch nochmal alles geben muss. Ja, gut, dazu. Naja, gut, 200 Punkte. Nicht mal 200 Punkte. Aber wir haben jetzt gerade für das Ding 1200 gekriegt. Schon nicht schlecht. Das schmeckt, würde ich mal sagen, ne? Ja. Ich glaube, das war jetzt die letzte, hoffe ich jedenfalls. Ansonsten überziehen wir wieder. Bei Rennspielen ist es halt schwierig. So, ne? Weil hier können wir immer nur dann aufhören, wenn ich einen Cup geschafft habe. Ja, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das war ihre schnellste Runde bisher.
meine Rekordrunden sein. Tja, so sollte man eigentlich auch fahren, finde ich. Nächste Runde, bleiben Sie dran. To be. So, das ist die Frage, haben wir geschafft oder noch einer? Noch einer tatsächlich. Und die sieht schwer aus. Und natürlich 5 Runden. Bah, muss nicht sein. Muss nicht sein. Leute. Das muss definitiv nicht sein. Ja klar, das ist jetzt eine neue Strecke, ne? Und hat's in sich, finde ich. Das war Ihre schnellste Runde bisher. Na gut, ist jetzt auch erst meine erste Runde gewesen, ne? Ja, ich weiß. Bin ich leider ausgebremst. Was das wir verkackt hatten bei der einen Kurve. Joa. Sieht's aus, ne? Ja, aber finde ich gut, dass wir wirklich einen Progress machen auch. Das war Ihre schnellste Runde bisher. Das ist natürlich super. Auch wenn es jetzt noch sehr, sehr lange dauern wird. Ja, gut, das ist sehr, sehr lange. Noch 2 Runden gefahren. Ja, ist schwer zu sagen. Na, weil jeder Cup ist halt unterschiedlich, aber wenn du jetzt klar jetzt hier die 5 Runden immer fahren musst, das dauert leider. Na, und ich sehe auch schon, wir sind natürlich schon längst wieder über 40 Minuten, wir sind schon bei 50 Minuten sogar. Na? Klar. Na, und wie viele Cups haben wir jetzt geschafft? Das ist glaube ich jetzt der dritte. Na? Ja, aber so wird zum Beispiel Gran Turismo auch, ne, wird auch ablaufen. Die Rennen einfach scheiße lange dauern. Nächste Runde, verlieren Sie nicht die Führung. Na?
Naja gut, es ist halt so, ne? Es ist halt so. Vorsichtig mit dem Wagen. Super. Tja, und das Rennen geschafft. Und den Cup. Sie haben sich für den Classic Level qualifiziert. Neue Wagen und Strecken verfügbar. Okay. Also das da. Wird dann so nächste Woche sein, ne? Ah, okay. Oder? Nee, doch nicht. Doch nicht. Ich dachte, das wäre so irgendwie. Nee, das hier. Ah, okay, ja, ja. Das hier sind die Classic-Sachen. Mhm. Seht ihr orange? Naja, klar. So können wir es sehen. Ach so, das heißt, wir haben Profi und Experte haben wir jetzt durch. Und jetzt kommen wir auf Classic. Wobei, jetzt haben wir noch ein Expertenrennen halt vor uns. Na? Aber dann kommt Classic und dann haben wir noch unbegrenzt. Ja. Cool. Na gut, Leute, das war's erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Rallye Sport Challenge wieder. Bis dann, haut raus und ciao.